Wie oft am Tag sind Sie wütend bzw. schlecht gelaunt? Und wie lange sind Sie dann wütend oder schlecht gelaunt? Ein, zwei Minuten? Nein, mit Sicherheit niemals. Ich kenne niemanden, der nur ein, zwei Minuten wütend ist, sondern mal ist Stunden wütend. Es versaut einem auf den ganzen Tag. Man wacht morgens auf und ist schlecht gelaunt. Und lässt diese schlechte Laune schon mal auch ungerechtfertigterweise an dem einen oder anderen aus. Vor allem oft an Menschen, die gar nichts dafür können, dass man gerade so wütend ist. Diese Szenerie ist Ihnen sicher gut bekannt. Ist es nicht unfassbar, dass man dem eigenen Hund aber nicht mal zugesteht, ein, zwei Minuten lang wütend zu sein? Zum Beispiel bei einer Hundebegegnung. Es gibt viele Hunde und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Hunde sich bei Hundebegegnungen, vor allem wenn sie an der Leine stattfinden, richtig wütend sind. Und was machen wir? Anstatt es hinzunehmen, dass auch ein Tier mal wütend sein darf, genau wie die selbsternannte Krone der Schöpfung sich das Recht herausnimmt, ständig wütend zu sein, stattdessen strafen wir den Hund, brüllen ihn an, verhalten uns wie der letzte Proll, wie Rumpelstilzchen höchstpersönlich, weil unser Hund ein bis zwei Minuten wütend ist. Danach ist für ihn ja ohnehin schon die Welt in Ordnung. Er lebt im Hier und Jetzt. Und bei einer Hundebegegnung wird er nun mal kurz wütend. Ist das nicht sein gutes Recht? Kann man das einem Tier mal nicht einfach zugestehen und ihm in diesen ein bis zwei Minuten etwas Beistand leisten, für ihn da sein, Verständnis für ihn haben, ihn beruhigen und ihm zeigen, es ist nur eine Hundebegegnung, nicht mehr und nicht weniger. Haben wir wieder was gelernt. Wenn Sie fort waren von zu Hause, egal wie lange, ein paar Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde oder im schlimmsten Fall auch mehrere Stunden, wie begrüßen Sie Ihren Hund dann? Er flippt mutmaßlich vor Begeisterung aus, denn in seiner Welt waren sie bereits tot und er hat schon damit gerechnet, dass er sie nie wiedersehen wird. Das heißt, er wird übermäßig erregt sein. Und daher bitte, liebe Hundehalter, bleiben Sie gelassen, begrüßen Sie ihn ruhig, freundlich, wissend, mit dem Bewusstsein, dass Sie immer wiederkommen. Denn würden Sie sich genauso aufführen wie Ihr Hund, würden Sie ausflippen und Party, 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 ich lebe noch, ich bin wieder da, wird Ihr Hund jedes Alleinsein schlimmer finden, weil er immer denkt, wann kommt dieser große Moment, dieser Wahnsinnsmoment, wo sie wieder heimkommt, wo wir die Mega-Party feiern. Zeigen Sie Ihrem Hund, Sie kommen, Sie gehen, Sie kommen wieder. Es ist normal, es ist eine verlässliche und völlig alltägliche, banale Sache. Bitte, wenn Sie das Haus verlassen, verabschieden Sie sich freundlich von Ihrem Hund, sagen Sie ein paar authentische, liebevolle Worte, sprechen Sie normal mit Ihrem Hund und wenn Sie wiederkommen, bleiben Sie auch freundlich, authentisch und normal. Kommen Sie rein, sagen Sie zu Ihrem Hund, hallo, da bin ich wieder, warst du schön fein, streicheln Sie ihn, kuscheln Sie ihn, aber werden Sie nicht genauso überemotional wie er, denn es ist auch sowas Stress für ihn. Es ist positiver Stress, aber für Ihren Hund soll doch Ihr Verschwinden und Ihr Wiederkommen etwas Banales, etwas Alltägliches sein. Haben wir wieder was gelernt. Wenn Sie Ihrem Hund beim Spazierengehen alles, was er findet, sofort entreißen, am besten noch mit einem empörten Pfui oder Aus oder einem Leinenruck, sei es, dass er etwas schnüffelt, zum Beispiel die Kacke von Kollegen, oder tatsächlich irgendetwas Essbares findet. Wie gesagt, je empörter, entrüsteter und aggressiver Sie darauf reagieren, desto mehr wird Ihr Hund den Rückschluss ziehen, ich muss noch schneller sein, ich muss es heimlicher machen, ich muss gucken, dass Herrchen, Frauchen es nicht merkt, denn das sind meine stärksten Konkurrenten. Die wollen alles, was ich finde, wollen die auch haben. Diese Gierschlunde. Und daher bitte, der Lerneffekt ist gleich null, wenn Sie da einen auf Rumpelstilzchen machen, wenn Ihr Hund draußen etwas aufnimmt. Bitte üben Sie zu Hause das Tauschen. Geben Sie Ihrem Hund oder wenn Ihr Hund irgendetwas hat, einen Kauknochen, sein Spielzeug oder sonst was, dann nehmen Sie ein adäquates Tauschobjekt,
Ein Stückchen Wiener Wurst zum Beispiel oder ein Stückchen leckeren aromatischen Bergkäse. Halten Sie es Ihrem Hund mit der einen Hand hin. Mit der anderen Hand fassen Sie so unter sein Schnäuzchen und sagen, gib's mir. Und tauschen dann. Er wird es fallen lassen, denn die Wiener Wurst wird mutmaßlich attraktiver sein als ein oller Kauknochen oder ein olles Spielzeug. Dann loben Sie ihn überschwänglich und das können Sie immer mal wieder machen und dann auch draußen. Sagen Sie, wenn Sie das Gefühl haben, er findet etwas, freundlich fragend seinen Namen, kramen Sie gleich Ihr Leckerchen raus, haben Sie es parat und tauschen Sie mit Ihrem Hund. Denn Ihr Geschrei und Ihr Gezeter bringt ihn nur dazu, sich mehr von Ihnen abzuwenden und sein eigenes Ding draußen zu machen, anstatt sich mit Ihnen zusammen über seine Fundstücke zu freuen. Haben wir wieder was gelernt. Wenn Ihr Hund Ihnen im Haus auf Schritt und Tritt hinterherläuft, dann hat er keinen Kontrollzwang, wie es immer wieder verbreitet wird. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Ein Hund, der seinem Menschen auf Schritt und Tritt hinterherläuft innerhalb des Hauses, hat Verlustängste, und zwar massive Verlustängste. Denn was hätte er davon, sie zu kontrollieren? Kontrollzwang ist eine menschliche Krankheit oder Neurose oder Psychose. Da geht es darum, sich zigmal versichern zu wollen, dass alles gut, dass zum Beispiel die Haustür abgeschlossen ist, dass der Herd ausgeschaltet wurde, dass sämtliche technische Geräte ausgeschaltet wurden, wenn man das Haus zum Beispiel verlässt oder Dinge immer wieder zurechtrückt im Haus, dass alles im rechten Winkel oder im richtigen Winkel an der richtigen Stelle platziert ist. Ein Hund, der uns nachrennt, will uns nicht kontrollieren, denn wie gesagt, was hätte er davon, uns zu kontrollieren? Was wäre dann die Folge davon? Es ist ja voll anstrengend, jemanden auf Schritt und Tritt hinterherzulaufen, um alles zu kontrollieren, was er macht. Was hätte dann die Folge? Würde uns dann maßregeln, wenn wir nicht spülen, wenn wir am Klo waren oder was? Also bitte, albernes Zeug. Deswegen, er hat Verlustängste und das haben genau die Hunde, die entweder aus dem Tierschutz kommen, die die Hölle auf Erden bereits hinter sich hatten, Hunde, die viel zu früh von der Mama getrennt wurden und wissen, wie schlimm es ist, verlassen zu werden. Hunde, die bereits viele Vorbesitzer hatten, die gar nicht mehr die Zeit hatten, an all ihren neuen Wohnorten in Ruhe ankommen zu können und so weiter. Kontrollzwang, wie gesagt, gibt es nicht. Dieses Hinterherlaufen sind Todesängste, Verlassenheitsängste. Bitte bedenken Sie immer wieder, das Verhältnis von Ihrem Hund zu Ihnen ist absolut 1:1 vergleichbar mit dem Verhältnis eines 2- bis 3-jährigen Kleinkindes zu seiner Mama. Daher bitte, solche Hunde müssen psychisch stabilisiert werden. Solche Hunde brauchen viel positiven Zuspruch, viel Lob. Die müssen innerlich gehypt, gefeiert, gehoben werden, um eine gesunde Psyche zu bekommen, um hoch erhobenen Hauptes selbstständig wieder durch die Welt zu gehen. Und es mag sein, dass Sie das nervt. Nehmen Sie es hin, aber bitte nicht dann zum Fleiß zigmal die Treppen rauf und runter im eigenen Haus. Das ist Psychoschiene. Bitte streicheln Sie ihn, kuscheln Sie ihn ins Koma. Sprechen Sie mit ihm, wenn Sie aufstehen, den Raum verlassen, aufs Klo gehen, ins Bad gehen oder wie auch immer. Und loben Sie ihn, er soll stolz und stark an Ihrer Seite werden. Haben wir wieder was gelernt. Wer meine Stories regelmäßig verfolgt oder meine Herangehensweise, dem ist sicherlich nicht entgangen, dass ich sehr viel über positive Verstärkung, über Lob, über Füttern arbeite und ich auch tatsächlich aggressiven Hunden in dem Moment, wo sie ihren größten Wutanfall bekommen, beispielsweise bei einer Begegnung mit einem anderen Kollegen, den Hunden Zuspruch gebe. Ja, tatsächlich. Ich rede freundlich mit ihnen, verständnisvoll mit ihnen, rede wirklich wie mit einem Menschen. Ich sage ihnen, ja, du hast recht, verstehe ich voll, dass du jetzt sauer bist, der ist viel zu nah, bla bla bla. Ich streichle den Hund währenddessen, sofern es ihm angenehm ist, sofern er das möchte. Und wenn er in so einer Situation Futter nimmt, dann bekommt er Futter. Ich will für meinen Hund eine gute Fee sein. Ich will ihm unangenehme Situationen verschönen. Sie kennen sicher die Werbung Snickers. Du bist nicht mehr du, wenn du hungrig bist, hier nimm Snickers. Oder du wirst zur Diva, wenn du hungrig bist, nimm einen Snickers. Und genauso handhabe ich es bei Hunden. Es ist neurobiologisch und neuropsychologisch
absolut erwiesen, dass schöne Ereignisse unschöne Ereignisse überdecken oder sogar löschen können. Das ist das Zusammenspiel von dem Stresshormon Cortisol und dem durch schöne Ereignisse entstehenden Glückshormon Oxytocin. Bei uns ist es genauso und wir können das Ganze, ich kann noch ein sehr anschauliches Beispiel nehmen, wenn Sie es verfolgt haben, ich unterliege gerade einem der größten Fälle von Cybermobbing, was natürlich meinen Alltag richtig überschattet hat. Und ihr habt sicher mitbekommen, es waren 2 Tage, wo es wirklich extrem wurde im Netz und ich aber gleichzeitig hier mein neues Haus auf Sylt bezog. In dem Moment, wo ich in mein neues Haus einzog, das fertig möbliert ist, in einem ganz wunderbaren Stil, der genau meinen Geschmack trifft, war ich so euphorisch und das hielt an. Und seit ich hier in diesem wunderschönen Häuschen auf Sylt sitze, bin ich einfach überglücklich, dass das mir gehört, dass mein Zweitwohnsitz jetzt tatsächlich auf meiner Lieblingsinsel Sylt ist, dass es schön eingerichtet ist. Meine Hunde teilen die ganze Zeit meine Euphorie und sind so super lustig drauf, genau wie ich gerade. Dieses schöne Ereignis überdeckt gerade die mir persönlich entstandenen Folgen dieses Cybermobbings. Das heißt, selbst so etwas Furchtbares und für einen Hund, der Probleme mit Hundebegegnung hat, vergleichbar ist vom emotionalen Zustand, kommt plötzlich etwas Wunderbares von außen und schöne Ereignisse löschen oder vermindern schreckliche Ereignisse, die negative Emotionen hervorrufen können. Ich hoffe, das war anschaulich genug. Bei Fragen bei mir im Übrigen bitte immer anrufen. Meine Nummer steht im Netz, ist kein Geheimnis. Auch meine Adresse steht im Netz. Das ist alles überhaupt kein Geheimnis. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Hund ein glückliches und zufriedenes Miteinander. Sie und Ihr Hund gegen den Rest der Welt und bitte niemals Sie gegen Ihren Hund. Haben wir wieder was gelernt.